Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, heute wieder vor meinem Bücherregal. Ich bin immer noch unschlüssig, ob ich das so lassen möchte, weil eigentlich habe ich vor der Couch besseres Licht, was gerade im Winter vielleicht ein bisschen besser wäre. Aber hier sitzt man viel entspannter und man hat alle Bücher griffbereit und ich kann euch alles immer direkt hier ins Regal stellen. Ich weiß es noch nicht. Das ist übrigens mein toller Lesesessel, falls ich euch den noch nicht präsentiert habe. Ich zeige euch gleich auch nochmal von nahen, weil ich nämlich für das, was ich vorhabe, gleich hier wegtragen muss. Ja, wie ihr vielleicht wisst, habe ich bereits hier mein Fantasy-Regal neu sortiert und habe euch einen zweiten Teil versprochen, der heute in Angriff genommen wird. Heute ist nämlich hier das New Adult Regal dran und da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, wie ich das machen möchte. Also ich meine, die Funkos bleiben so stehen, wie sie stehen und die Tassen auch. Aber aktuell, muss ich mich mal drehen, aktuell ist es so, dass ich ganz oben eine Lux-Reihe habe, dann kommt eine Reihe Funkos und dann kommt nochmal eine Lux-Reihe. Aber ich habe zu viele Lux-Bücher und brauche dementsprechend noch eine dritte Reihe ab sofort. Aber hier auf diesem Regal stehen zum Beispiel meine KISS-Bücher. Und auf dem Regal oben drüber auch. Das heißt, ich muss jetzt gucken, wie ich es mache. Ich möchte nämlich so auf Augenhöhe meine KISS-Bücher haben. Eventuell würde ich mich noch damit abfinden, dass hier auch noch KISS steht. Weil das ja auch noch Gesichtshöhe ist. Aber muss ich mal gucken. Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht ein bisschen was von der Deko hier auch umstelle. Also ich meine, wie gesagt, die Funkos bleiben stehen und die Tassen hier und alles bleibt auch stehen. Aber ich habe hier verschiedene Postkarten etc. vor den Büchern stehen. Und das wird eventuell ein bisschen anders gemacht. Muss ich mal gucken, wie am Schluss die Bücher stehen und wie es gut zusammen aussieht. Ich habe halt super viele Postkarten und so was noch bekommen von verschiedenen Büchern. Und da wäre es halt auch schön, wenn die dann auch vielleicht 2-3 Stück bei den anderen Büchern oder bei den passenden Büchern stehen würden. Ich habe euch ja noch groß erzählt, dass ich mir bei Amazon noch Deko fürs Regal gekauft habe und dass ich das beim Räumen des New Adult Regals zeigen werde. Aber unwitzigerweise, hat Amazon mein Paket verschludert. Das heißt, ich muss jetzt eine Woche warten, bis der Amazon-Tübi sich nochmal meldet. Ich soll eine Woche warten, ob das Paket ankommt oder nicht. Und wenn es nicht ankommt, die rufen mich vorgestern in der Woche rufen sie mich nochmal an. Und wenn ich denen dann sage, nein, es ist immer noch nicht da, dann kriege ich das Geld zurück. Bringt mir herzlich wenig, wenn ich auf die Ware warte. Aber egal. Ich würde sagen, wir tun jetzt das, wofür ihr alle eingeschaltet habt, nämlich dieses Regal hier ausräumen und neu einräumen. Beziehungsweise mache ich dann wie beim Fantasy-Regal eine kleine Shelfie-Tour mit euch durch das neue Regal. Auf dem Regal steht übrigens eine Lux-Box und da drin sind alle möglichen Postkarten und Goodies etc., die ich zu den Büchern mal bekommen habe. Es gibt ja bei Kraft zum Beispiel ganz oft so eine Signieraktion, wo dann auch eine Postkarte drin ist. Da habe ich gerade, jetzt muss ich mal gucken, wo es ist, die hier gefunden zu The Stories We Write. Da kann man beim KISS Verlag auch immer abstimmen im Vorfeld. Die stellen einem immer 2 Exemplare oder 2 Sprüche vor und die Leser dürfen quasi entscheiden, welcher auf die Postkarte kommt. Das finde ich richtig cool. Das haben sie beim zweiten Band jetzt auch gemacht. Ja, ich werde
gleich mal da hochklettern und gucken, was da Schönes noch an Deko drin ist. Zu welchem Buch ich gerne etwas im Regal stehen haben wollen würde. Und dann räume ich den Rest noch aus und dann geht's auch schon ans Einräumen. Ich habe jetzt beschlossen, dass hier oben meine Self-Publisher-Bücher reinkommen und meine Colleen Hoover-Bücher. Dann folgen zwei Regale als KISS-Regal. Da kriege ich aber zwei noch nicht voll, deshalb wird da noch ein bisschen Lux mit drin stehen. Dann kommt noch ein Lux, dann kommen die Funkos, dann kommt noch ein Lux und den Rest weiß ich noch nicht. Ich mache mich jetzt ans Einräumen und dann sehen wir uns gleich bei der Shelfie-Tour wieder. Ich habe fertig. Jetzt krabbeln wir mal hier hoch. Ich habe extra den Schuh noch stehen lassen. Und ich zeige euch, wie ich es einsortiert habe. Wie bereits erwähnt, habe ich hier meine Colleen Hoover Sammlung. Und da fehlen ja noch ein paar Bücher. Wenn die da sind, muss ich dann halt mal gucken, wie ich es mache. Den Galgo habe ich mal von einer Tierschutzdemo. Die hat eine ganz liebe Freundin gemacht und verkauft. Habe ich mir natürlich auch einen gesichert. Hier liegt die erste Reihe von Nena, die ich komplett habe. Hier ist ihre aktuelle Reihe. Da kommt jetzt im September der zweite Band raus. Der soll hier hin, da ist extra eine Lücke. Das hier ist der zweite Band von Kira Kroos Reihe. Da muss ich mir noch den ersten kaufen, deshalb ist die Lücke hier ein bisschen größer. Und dann kommen wir zu den Self-Publishern, meine Bücher. Dann das Buch habe ich bei BOD gesehen und fand es richtig cool, habe es aber bis heute immer noch nicht gelesen. Wie gesagt, die Bücher von Annika, die super, super schön sind. Und das hier habe ich auch bei BOD gesehen und fand, es hat sehr gut geklungen und es war auch schön zu lesen. Kommen wir zur nächsten Reihe, die hier startet mit der Duty and Desire Reihe von Tessa Bailey. Da geht es um eine Polizeiakademie. Ich habe sie sehr, sehr gerne gelesen, weil sie auch ein bisschen spicy waren und nicht ganz so 0815. Aber da gibt es gemischte Gefühle. Das müsst ihr euch einfach selbst anschauen. Dann haben wir die Island-Reihe von Kira Mohn. Das hier habe ich gerade erst beendet. Fand es tatsächlich besser als Band 1, aber war jetzt auch kein Highlight. Ein Highlight dagegen war aber die Reihe von Anja Omar. Da habe ich Nebelschimmer auch diesen Monat, glaube ich, beendet. Ich glaube schon letzten Monat. Also kann ich euch nur ans Herz legen, diese Reihe. Kissing in the Rain habe ich auch letzten Monat gelesen. Nicola Hotel finde ich natürlich mega klasse. Musste ihre Bücher halt jetzt auseinanderreißen, weil die farblich gar nicht zusammenpassen. Da kam der Monk in mir wieder raus. Das hier habe ich von der Ivy zum Geburtstag bekommen. Das hier gab es vom KISS Verlag. Das hier ist gestern erschienen. Das bin ich auch gerade am Lesen. Dann die Secret Book Club Reihe. Da habe ich nur Band 1, 2. Der dritte fehlt mir. 4 habe ich wieder. Und 5 kommt jetzt auch im September raus. Deshalb sind hier die Lücken, die durch meinen schönen, keine Ahnung, was es für ein Pflänzchen ist, Kunstpflänzchen verdeckt werden. Dann kommen wir zu meiner Lieblingsreihe. Das hier war die Taufkarte von meiner Tochter. Aber das hier ist die Schattentanzreihe, die Tiermagierreihe. Ich liebe sie abgöttisch und würde sie einfach jedem empfehlen. Meine Soul-Sister Tatjana liest sie gerade und ist total begeistert. Nach 2 Jahren oder so liest sie endlich mal, obwohl ich ihr schon 2 Jahre sage, dass sie lesen soll. Dann die A History of Us-Reihe, auch mega. Also wer auf so Mittelalterfeste und Co. steht, für den ist die Reihe auf jeden Fall ein Highlight.
Karte gab es von der lieben Ninja zum Geburtstag. Dann die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Ich nenne sie immer die Origami-Reihe von Nicola Hotel, weil es da um Origami-Falten geht. Also es ist ein kleines Schmankerl mitten im Buch. Ich stelle mal wieder hin. Die Reihe möchte ich unbedingt ganz, ganz bald lesen. Da geht es um eine Stadt, in der sich alles um Honig dreht. Deshalb auch die Bienchen da oben drauf. Das Buch habe ich gerade auch beendet. Da ging auch gerade erst die Rezi auf dem Blog online. Geht es auch so ein bisschen um Social Media und was passieren kann, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Westville, natürlich auch ein Highlight. Also kann ich auch wirklich jedem ans Herz legen. Dann kommen wir zu einer saarländischen Autorin, Ava Reed. Die Reihe war ja okayisch, sage ich jetzt mal. Jetzt kein absolutes Highlight, aber ich fand sie echt schön. Das hier ist die Sonderausgabe vom dritten Band der Reihe. Da fehlen mir leider noch Band 1 und 2. Deshalb stehen die hier so ein bisschen gesondert, weil es auch ein Hardcover ist. Eigentlich gibt es die auch im Taschenbuchformat, aber ich wollte halt unbedingt noch Band 1 und 2 als Hardcover, aber die kannst du fast nicht bezahlen. Dann kommen wir zu einer Reihe, die mich quasi echt an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Deshalb steht hier auch dieses Ding, Only Cried a Little, yay. Aber ich habe geheult wie ein Schlosshund. Maskott schafft es einfach immer, mich komplett fertig zu machen. Deshalb stehen die Bücher auch alle zusammen und weil sie auch so wunderschön zusammen aussehen. Ich habe auch irgendwo noch ein Emma-Scott-Buch, aber das hat farblich nicht dazu gepasst. Deshalb steht es woanders. Bin gar nicht zwanghaft. Ja, hier das Glas habe ich von meiner liebsten Ramona, von Ramona Liest, zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da ist auch noch eine Nachricht drin und ein bisschen Konfetti. Super, super schön. Habe mich da sehr drüber gefreut. Dann haben wir die, ich glaube, Sinners of Saint-Reihe von L.J. Sheen. Dann ihre All Saints High-Reihe, die quasi die Vorgeschichte zu Sinners of Saint-Reihe ist. Und dahinter ist noch ein Boston Bells, auch von L.J. Sheen. Da fehlen mir aber noch die anderen drei Bände, sind es, glaube ich, mittlerweile. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also zwei fassen vielleicht noch drin mit Aufrücken. Aber von Emma Scott kommt jetzt auch noch ein neues Buch. Ich befürchte, ich muss bald schon wieder umräumen. Dann kommen hier meine Funkos von TV und Serien. Mein Patrick Dempsey, aka McDreamy. Liebe ihn, liebe ihn, liebe sie, Biberkacke, Lieblings-Pokémon, Autorentasse. Kommen wir zum nächsten Regal. Die Kerze habe ich mal beim Weihnachtswichteln bekommen, zusammen mit dem passenden Buch, das ich aber erst 2 Jahre später, glaube ich, gelesen habe. Hier fehlt auch noch eins, der zweite Band dieser Reihe. Deshalb ist da auch noch ein bisschen Platz. Hier kommt jetzt die Tage der 6. Band der Midnight Chronicles. Den kriege ich auch vom Verlag zur Verfügung gestellt, weil ich bei der Blogger-Jury ein Exemplar gewonnen habe. Ja, wie gesagt, 6 Bände. Finde ich auch cool, dass die so Übergänge haben. Das ist ja bei vielen Büchern nicht der Fall. Wie zum Beispiel Nena Tramutani. Da passen Band 1 und 2 zusammen und Band 3 einfach nicht. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Dann die Berühre mich nicht, verliere mich nicht Reihe. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Die kriegen jetzt zum 5-jährigen Jubiläum ein Release oder eine Neuauflage im neuen Design. Die werde ich mir natürlich kaufen. Dann fliegen die 2 halt raus. Ist halt so. Dann kommt eine meiner liebsten Reihen, beziehungsweise das hier ist mein liebstes Buch, weil es um ja, Online-Gaming und Co. geht. Tegan und Parker sind nämlich Online-Streamer im Gaming-Bereich und ich liebe sie. Die Reihe habe ich mir überlegt, ob ich sie endlich aussortiere, weil sie mir einfach gar nicht gefallen hat. Aber die Bücher sind wunderhübsch. Da könnt ihr jetzt sagen, was ihr wollt. Das Buch ist einfach schön. So, jetzt kriege ich es nicht mehr rein. Ich lasse es jetzt mal so da stehen, mache ich gleich. Hier kommt jetzt eine Reihe, die ein bisschen bunt gemischt ist. Das hier sind so, ja, vom Format her viel zu kleine Bücher, als dass ich sie zu den anderen stellen würde. Deshalb liegen die hier so quer. Aber die Reihe habe ich sehr, sehr gemocht und da habe ich, glaube ich, nur Band 1 gelesen. Ich glaube, Band 2 ist immer noch auf meinem Sub. Dann kommt ein bisschen Licht.
die, ich keine Ahnung, wie sie heißt, Espenreihe, keine Ahnung, von Isla Date. Da hat mir Band 1, ja, okayisch gefallen. Band 2 war leider nichts für mich. Da kommt jetzt aber auch noch 2 Bände im Herbst, Winter. Ich glaube November und einer im Februar, bin mir jetzt nicht sicher. Dann kommen wir hier zu Love with Bride, von meiner lieben Freundin Lea geschrieben. Eine Geschichte über 2 Mädchen, die sich verlieben. Und für mich auch das erste Mal, dass ich über gleichgeschlechtliche Liebe gelesen habe. Nicht, dass ich das jetzt negativ finde, aber ich habe es irgendwie nie gelesen. Und hier steht halt dieser Funko, weil Lea auf der letzten Con dieses Cosplay gemacht hat und ich bei der Figur jetzt immer an sie denken muss. Dann If We Were a Movie, ein richtig cooles Buch. Also wenn ihr Filmjunkies seid, dann müsst ihr das auf jeden Fall lesen. Hier ein New Adult Highlight 2022 für mich. Da kommt jetzt auch der 2. Band, deshalb ist hier eine Lücke. Hier fehlt auch noch ein 2. Band. Da bin ich mir aber noch unschlüssig, ob ich es lesen möchte. Das ist aber schon lange erschienen. Aber das Cover ist einfach super schön. Und deshalb steht es eigentlich noch hier. Das Buch hier habe ich im Buddyread gelesen. Da höre ich gerade Band 2. Band 1 hat mir nicht so gut gefallen, deshalb höre ich jetzt Band 2 und gucke, ob ich es dann noch kaufe. Und hier ist mein Lily Lucas Schrein. Natürlich die Green Valley Reihe. Wie kann es auch anders sein? Auch wenn mir Find Me in Green Valley nicht gefallen hat. Und hier ist ihre neue Reihe. Da erscheint jetzt auch Band 2, ich glaube im September. Deshalb wird das dann, also das Undercover Bridesmaid, woanders hinziehen. Aber aktuell ist da halt einfach noch Platz für. Und jetzt kommen wir zu meiner Sammelsurium-Reihe, nenne ich es einfach mal, weil hier einfach nichts zusammenpasst. Hier ist ein bisschen Federherz Verlag, da ist ein bisschen Weihnachtsgeschichte, da ist ein bisschen Spice mit Anna Todd, dann Nadine Wilmschen, die kenne ich von Instagram, deshalb habe ich das Buch irgendwann mal gekauft, habe dann festgestellt, dass es der 3. Band ist, Talent, das Love Receipts habe ich zu meinem ersten Muttertag vom Malers Papa bekommen und bis heute immer noch nicht gelesen. Und eine meiner Lieblingsreihen, Jojo Moyes, Ein ganzes neues Leben. Das ist auch eine Sonderedition. Da fehlt mir halt Band 1 und 3 noch als Hardcover, aber die kannst du auch nicht bezahlen. Das hat meine Tochter gemacht, diese Laterne zu St. Martin. Deshalb steht die hier, weil ich ganz, ganz proud auf sie bin. Meine Nichte, als sie noch Baby war. Und hier ist auch so ein Sammelsurium. Das sah einfach farblich schön zusammen aus und das steht auch schon ganz, ganz lang so in meinem Regal. Als ich das alte Regal noch hatte, sah das auch schon so aus. Also das ändert sich nicht. Die habe ich auch alle noch nicht gelesen und weiß auch nicht, ob ich es irgendwann noch machen werde. Aber sie sehen schön zusammen aus. Das ist doch die Hauptsache. Ihr Lieben, das war meine Shelfie-Tour und meine Umräumaktion. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!